Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen Entertainy Boys Jahresrückblick 2022. Haben wir noch nie gemacht, werden wir auch wahrscheinlich nie mehr Ja, machen. super. Ja. Ja, ihr seht schon, oder? Gut, läuft. Ihr seht schon, wir haben eine Tierlist vorbereitet. Mich triggert mega, dass das E. Ach, vergiss es. So. Rein S raus. Scheiß drauf, wir schreiben falsch. Oh, klasse. So, Spitzenklasse. Spitzenklasse. So, Holländisch. ja, Spitzenklasse ist das Beste überhaupt. Gut, ne? Zweithöchstes Tier, Okidoki, ist so da. Weiß ich nicht, Digga, ist so eher so schlecht und absoluter Bullshit ist scheiße. Ja, die Farben sind zwar jetzt ein bisschen, ne? Alles scheißegal. So. Ja, was machen wir? Wir ranken all die Projekte ein, die im Jahr 2022 auf diesen Kanal kamen. Ja? Und dann können wir vielleicht kurz was dazu sagen, wenn wir was zu sagen haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Manche Projekte hatten nur eine Folge, manche Projekte haben über 50 Folgen. Also, Weiß auch gar ja. nicht, welche du meinst, also. WWE zum Beispiel. So, also, womit wollen wir denn anfangen? Ich würde gerne anfangen mit Fall Guys. Was hast du denn zu Fall Guys zu sagen? Davon kamen, glaube ich, 4 oder 5 Folgen. Oh, weiß ich nicht, Digga. Ich glaube, da schließe ich Also, mich an. das ist das beste, weiß ich nicht, Digga, Projekt, was wir haben, denke ich. Weil eigentlich hat es super viel Spaß gemacht. Auch die ersten Folgen haben, glaube ich, ganz gut Klicks gebracht oder okay Klicks halt. Also, hat sich Ja. gelohnt weiterzumachen, aber Ja. keine Ahnung. Ich finde, Fall Guys ist so ein Spiel, das spielst du alle 2 Monate einmal und dann nur für 4 oder 5 Stunden. Dann hast du keinen Bock drauf. Das stimmt. Und ja. Also wenn das, Also. wenn, also wenn ich mir so die Scheiße angucke, die wir noch ranken müssen, würde ich das tatsächlich noch ein bisschen besser bewerten. Ja? Ja. Also okidokili. Würde ich sogar fast sagen. Boah. Okay, dann Weil komm. ich sehe, was noch kommt und das wird nicht gut. Ja, Okay. also. Ich Okidokidi. mal. Gut. Bin. Ja, lass Nimm doch mal. eins, was du jetzt unter Spitzenklasse nehmen würdest, damit wir so ein bisschen Ich erstmal das habe, Beste, ich das Mittelste und glaube, das Schlechteste haben. ich habe nur eins, was wirklich Spitzenklasse ist. Ich glaube, für mich wird es schwierig. Ich glaube, es gibt nur eins, was ich unter Spitzenklasse. Oder vielleicht zwei, die ich unter Spitzenklasse ranken würde. Okay. Also, absoluter Favorit ist das. Hätte ich auch gesagt, Für den weil. Kanal, dieses Projekt hat über 90, naja, sagen wir mal 80 Abonnenten gebracht. Das ist Boom, Junge, das ist Ich glaube stark. sogar mehr. Ich liebe euch dafür, dass ihr diese Videos guckt und ich weiß nicht selber. Ich weiß nicht warum. Ich bin glücklich, dass ihr es tut. Kuss geht raus an euch. Dankeschön. Das macht mich sehr glücklich. Ja, WWE ist so ein bisschen das Maultier auf dem Kanal. Zieht einfach krass. Das Maultier, Junge. Das Arbeitet halt Maultier. hart. Ja. 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 Gut. Gut. Dann jetzt was richtig Schlechtes. Absoluter Bullshit. Ja, davon haben wir nur ein Video gemacht, glaube ich. Dieses Hood Legends, würde ich sagen. Ja. Also, ich fand Ja. das Spiel schon gar nicht so gut und dann haben wir da halt leider einen Fehler gemacht, dass wir das halt nicht mehr in HD hochgeladen haben und es halt absolut scheiße aussah, aber die Ich fand. Videoqualität hat so ein bisschen das Spiel auch wiedergegeben. Ja, aber das war, ich fand's okay. Also, die Qualität war noch okay. Das Spiel ist scheiße, aber die Qualität war okay. Ja, findest du, also ich habe halt so mitbekommen, Ja. halt, dass immer wieder so diese Frame-Einbrüche waren. Und dann weiß ich nicht. Eigentlich ein bisschen schäme ich mich für das Video, wir sollten es runternehmen, aber das wäre Teil eines Formats, was wir eigentlich machen wollten, dass wir am Wochenende immer mal so Spiele testen, die halt im, wie wär's, in den PS Plus Spiele oder Ja. wer das nicht kennt, PlayStation gibt jeden Monat halt so 2, 3 Spiele frei umsonst, wer PS Plus hat. Die haben wir gedownloadet und getestet und das haben wir 2 oder 3 Wochen gemacht. Und da werden auch noch ein, zwei Projekte hier drin sein, aber Eins wird noch drin sein. eins genauer. Ja. Das wird mir aber mal wieder weitermachen, tatsächlich. Ich fand das eigentlich Obwohl, ganz witzig. Deep Work gehört doch eigentlich auch zu diesem Format, weil wir Ja, aber davon weil es ja haben wir umsonst war, fünf, sondern aber davon haben wir fünf ja, oder weil sechs es halt Folgen. anscheinend besser war als die anderen. Gut, dafür habe ich mich eigentlich nur eingesetzt. Also, ey, die ersten 2, 3 Folgen war ich auch Ja, gut, Feuer und ja. Flamme dafür, aber dann, Junge, das ist ein bisschen übertrieben. das ist unfassbar. Ich habe bei der PlayStation gibt es ein Jahresrückblick, das war mein fünft am meistgespieltes Spiel 2022. Das ist so bodenlos. Ja, Gut, zwei und dann, davon, ja. Naja.
Psychisch bist du auch nicht mal ganz stabil, also das ist. Wollen wir nicht drüber reden. Also, wir haben jetzt schon mal absolut das Beste, woran wir uns orientieren können, ein Mittelfeldding und was, was richtig scheiße ist. Ja, ich bin mir halt, wie gesagt, bei Fall Guys unsicher. Ja. Also irgendwie so dazwischen. Also ja, so ein Zwischending, zwischen Ukli und weiß ich nicht, Digga. So, das Nächste. Lass mal gleich die Wok machen. Darüber haben wir ja gerade schon geredet. Ja, weiß ich nicht, Digga, ne? Oder es weiß war ich nicht, Digga. Ukli. Also wir haben ja davon 5 oder 6 Folgen gebracht. Ja, also wie schon gesagt, die ersten 2, 3 war ich voll dabei, aber dann... Ja, das also ist es ist irgendwie besser Fall als Guys. Fall Guys. Ich würde es ein bisschen über Fall Guys, also Ja. jetzt nicht in gut, aber es steht eigentlich über Fall Guys, aber die nehmen sich nicht viel. Okay, dann würde ich eher das nach links tun. So. Also das ist dann, machen wir in diesem Ding nochmal so eine Klassifizierung, Ja. ne? Was weiter links ist, ist besser. So. Gut, Fall Guys, dann würde ich jetzt weitermachen und sagen, Superliminal, absoluter Bullshit. Also waren zwei Folgen, ist in 3 Stunden fertig erzählt gewesen, hat keine Klicks gebracht. Bullshit. War mal ein Experiment, wollte ich ausprobieren, hat nichts gebracht. Ich fand es super interessant, aber ja. Hast du es dir überhaupt angeguckt? Ja, habe ich tatsächlich. Echt? Hast du die 3 Stunden durchgezogen? Maschine. Okay, das will ich jetzt nicht sagen. Aha. Die erste Also, Folge. Ja, absoluter Bullshit. Machen wir weiter. Ich würde sagen, mit etwas Schönerem, was eher so deine Nische ist. Rainbow Six. Was würdest du zu Rainbow Six sagen? Gab es ein paar Folgen? Ich weiß noch, im Vorjahr gab es noch, 2021 hattest du noch, also 2021 im Dezember hast du noch Weihnachtsfolgen gebracht. Und das Projekt hast du dann bis, glaube ich, Januar oder Februar noch durchgezogen und dann war vorbei. Genau. Also man muss dazu erwähnen, Rainbow ist so ein Grund, warum ich ja bei diesem Kanal mitgemacht habe. So Weil was. ich wollte halt immer so Gameplay zum Shooter, zum Taktik-Shooter machen und das halt bearbeiten, dort Effekte reinhauen. Das habe ich teilweise bei Rainbow gemacht, so oft es halt ging. Aber das Spiel selber oder was Ubisoft mit diesem Spiel gemacht hat, ist halt leider absoluter Bullshit. Weil die haben halt Content halt natürlich rausgebracht, sehr wenig halt leider, und dann gab es viele Bugs und Glitches. Was auf dem PC mit Cheatern war oder Hackern, war auf der Konsole mit Leuten, die halt Maus und Tastatur angeschlossen haben und dadurch das Spiel leider nicht spielenswert gemacht haben. Ja. Und dann, wie schon gesagt, gab es noch Bugs und sowas. Dann gab es noch die LMG-Meter, dass halt die LMGs viel zu krass gebufft worden sind und es sich nicht mehr gelohnt hat, eine andere Waffe zu spielen im Angriff oder teilweise auch in der Verteidigung. Und ehe dort Ubisoft das gepatcht hat, das hat so lange gedauert. Ja. Deshalb mach aber trotzdem mal in gut rein, weil solange man Bock auf das Spiel hatte, war es auch ziemlich nice. Na dann. Nach dem ja, Argument. Nee, nee, nee. Also, okay. Ich kann mal so sagen, bei Rainbow zum Beispiel, Rainbow habe ich vor 3 Wochen wieder gespielt mit einem Kumpel. Hat aber sich gar nicht verändert. Also irgendwie 5 Monate, nachdem ich aufgehört habe, das Spiel zu spielen, gab es keine Veränderung oder nur kleine und ja. Okay. Lohnt sich nicht. Okay, dennoch gut. Denkst du, es werden in Zukunft noch mal Rainbow-Folgen kommen? Oder ist für dich das Ding abgehakt? Das liegt tatsächlich so in der Hand von Ubisoft. Also, ob die da jetzt mal was machen. Weil, wie schon gesagt, dieses Maus MNK, also Maus und Keyboard, auf der Konsole, das hackt halt richtig rein. Und wenn sie das halt rausbekommen würden, dass man halt nur mit einem Controller gegen andere Controller-Leute spielen, könnte ich mir auch vorstellen, dass da wieder 3, 4 Leute dazukommen, mit denen ich das spielen könnte. Und dann würde es wieder Videoprojekte dazu geben, aber solange das nicht passiert, lohnt es sich auch nicht. Also okay. Könnte auch gut sein, dass wir das nicht mehr sehen auf dem Kanal. Okay, finde ich gut. Ich würde einfach das nächste Jahr schon mal reinknallen. Weiß ich nicht, Digga, FIFA 22 Co-op Season. Davon wird es auf jeden Fall keine weitere. Ja, weiß ich nicht. Es hat Spaß gemacht, vor allem dieser PSG-Counter. Also fand ich, dieser PSG-Counter, der war bodenlos, Alter. Oder der zweite Counter, Messi. oder Messi, wir haben davon auch ein paar Folgen gebracht. Es hat Spaß gemacht, hat natürlich nicht so gezogen. Aber ich fand es trotzdem schön, tatsächlich. Es war cool. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Wird keine weitere Folge geben. Ist ja auch FIFA 22, FIFA 23 Koop, glaube ich, wird es nicht geben. Denke ich nicht. Mal schauen, wenn es halt runtergesetzt ist. Du hast das nicht. Spiel ja. Ja, vielleicht nur mal aus Spaß halt eine Bock Folge, haben. Aber es wird kein Projekt.
Das, verregneter Samstag, Nachmittag, ja. So. Keinen Bock mehr auf Leben und dann, ja. So, also FIFA weiß ich nicht, Digga. Ja, dein Herzensprojekt wie Castle, hau mal raus. Ja, hätte ich auch gerne weitergeführt. Also ich habe eine Season gemacht, ist ja. Anmerkung, Also das, Anmerkung, ja. Wenn ihr, meine lieben Zuschauer, ja, wenn ihr Beecastet noch nicht gesehen habt, guckt es euch bitte mal an. Es ist wirklich ein richtig süßes Spiel und Jan hat wirklich sein Bestes gegeben, dieses Spiel gut zu verkaufen. Also bitte guckt da rein. Dankeschön. Naja, war mein erstes Solo-Projekt. Jedenfalls. So nämlich! Guckt da rein! Lasst Liebe da! So. Also ich hätte es gerne weiter fortgeführt. Ich wollte auch dazu sogar Infovideos machen mit neuen Patches, die rauskommen und sowas, was sich verändert hat am Gameplay, weil es ist ein solides Grundspiel, aber es fehlt dem Spiel halt deutlich an Tiefe und die Entwickler wollten dem Spiel halt Tiefe bringen. Das Problem ist, die Entwickler kamen aus der Ukraine oder kommen aus der Ukraine und seit Anfang des Krieges, also kommt da nichts mehr. Die haben noch einen Infoprüf gemacht, dass halt gerade Krieg ist und die wissen nicht, wann sie es schaffen, weiter Content für dieses Spiel rauszubringen. Und ja, seitdem warte ich halt immer noch. Der Krieg tobt weiter und die Produktion von Beecastet ist wahrscheinlich immer noch auf Eis. Ja. Mal abwarten. Wie würdest du es einordnen? In deiner persönlichen Wahrnehmung? Gut. Gut über Rainbow tatsächlich. Ah. Ich lasse es so stehen. Echt? Ja, vielleicht wenn du willst, hinter Rainbow. Also das ist so Kopf an Kopf, würde ich sagen. Rainbow hat viel Spaß gemacht, aber Beecastet hätte ich gerne fortgeführt. Dann ja, was ich ja okay. von, dann was ich von Rainbow jetzt nicht sagen kann, tatsächlich. Na dann. Nein, Thomas, hör auf. Mann, ich will jetzt weiterspielen. So, gut, haben wir halt mir fest. Gut, ich möchte, gut, haben wir das geklärt. Gut, dann kommen wir zu Vlogs. Die habe ich ja gemacht, weil du dein Gesicht ja nicht zeigen möchtest. Noch nicht. Ich hatte auch keine, nicht so viele ärztliche Probleme wie du. Das ist richtig, wodurch du auch keine Vlogs gemacht hast. Ja, ich hatte, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Vlogs gemacht. Der letzte Vlog, der war so ein bisschen komisch. Es wird aber bald einen wieder, also ich habe vor, einen zu machen. Meinen ersten Arbeitstag möchte ich gerne mal präsentieren. Sobald ich die Genehmigung bekomme, das auch dann hochzuladen. Kommt drauf an, was dann die Leute sagen, die drin vorkommen. Aber ja, einen Vlog habe ich vor. Der soll dieses Jahr hoffentlich noch kommen, also gegen Weihnachten und Silvester hoffentlich. Ja, wie stehst du dazu, dass man mein Gesicht in der Öffentlichkeit sieht? Findest du, das Format ist okay, oder? Ob man dein Gesicht sieht, absoluter Bullshit, aber das Format an sich finde ich okidokili. Okay, dann rein da. Nein, weil bringt da so ein bisschen den Menschen um den Kanal, oder der den Kanal betreibt, ein bisschen so näher. Gibt einen so ein bisschen Einblicke hinter der Kamera oder vor, keine Ahnung, ins, wie du es nehmen möchtest. Ja. Und da finde ich halt solide. Also mich persönlich stört das ja auch nicht, wenn andere Kanäle das machen, also die ich halt selber folge, wenn die mal so einen Vlog machen. Ja. Das ist immer schön anzusehen. Es sollte halt nur unterhaltsam sein. So. Es sollte halt nicht scheiße sein. Gekürte Scheiße, so wie ich eine halbe Roomtour mache und Zimmer zeige. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So. Besser als Bibi. Die hat ja nur Schränke gezeigt, ja. Haben oder nicht haben. Das ist eine Flotte, ja. Haben oder nicht haben. Ich mache weiter. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ach komm, Folgenbesprechung. Weiß ich nicht, ob wir sowas nochmal machen werden. Es ist sehr viel Zeit, war sehr viel Zeit, weil man sich die Scheiße ja immer wieder neu angucken muss und dann die ganzen Bilder raussuchen und dann reinfügen und weiß ich nicht, Digga. Also, ich habe das ja nicht geschnitten, aber ich habe wenigstens mir die Serie oder die Folge, die wir ja besprochen haben, mindestens einmal angeschaut. Ja. Und, ja, wir hatten halt leider ein bisschen Pech, dass wir das bei der Kenobi-Serie gemacht haben, die halt nichts gezeigt hat. Ja, einen nichts gegeben hat. Jan und ich haben uns wollten gucken, wollten Kenobi eine Chance geben. Ja. Also ich habe die Serie noch verteidigt, die ersten 2 Folgen, aber dann irgendwann. Unser Problem war wahrscheinlich, weil unsere erste Folgenbesprechung war um Kenobi. Das war wahrscheinlich das größte Problem. Wenn es was gewesen wäre, wo wir mehr Spaß gehabt hätten oder uns nicht so weniger aufregen. Aber wer hätte denn ahnen können, dass Kenobi so floppt? Also, dass die halt. Die haben ja selber gesagt, die haben 3 oder 4 Tage, bevor sie mit dem Dreh angefangen haben, einfach das gesamte Drehbuch weggeschmissen. Und haben dann gesagt, so YOLO, wir machen das jetzt. Ja. Also, das hat man der Serie auch angesehen. Das stimmt.
Okay, ich möchte gerne Spitzenklasse weiterfüllen und schwelbe dazwischen zwei Spielen. Okay. Vielleicht kommen auch beide rein. Aber Minecraft. Ich möchte kurz erwähnen, die erste Folge von Minecraft hatte über 100 Aufrufe. Jetzt ist die Frage, liegt es an dem Titel Minecraft oder liegt es an uns? Ich glaube, es liegt eher an diesem Spiel. Aber die Frage ist, macht dieses Spiel auch Spaß und kommt davon noch mehr Videos? Geplant ist, dass noch mindestens zwei Videos kommen, mindestens. Problem ist, in den letzten 2 Wochen kamen wir nicht einmal dazu, gemeinsam Minecraft zu spielen. Lag auch wahrscheinlich ein bisschen an mir, weil ich keinen Bock hatte. Ja. Aber von Minecraft wird noch was kommen. Und ich muss sagen, wenn wir Minecraft spielen, macht es ja auch richtig Spaß. Ja, so ist nicht. Die Frage ist, reicht es, ganz nach oben zu gehen oder ist es halt das Beste, was wir denn gut haben? Das ist die Frage. Ich würde es eher gut reinmachen. Ich auch tatsächlich, aber als bestes gut tatsächlich, würde ich Ja. sagen. Weil es auch ein Spiel war, was Spaß macht. So. Und ist, Und vielleicht fangen wir ist. mal wieder an. Ja, Oder setzt ein kommt noch. Projekt fort, Kommt definitiv. noch, kommt noch. Dieses Jahr mal gucken. Weil es sind ja nur noch 2 Wochen, dann ist dieses Jahr auch vorbei. Aber naja, mal gucken. So, Tribes of Midgard. Rein. Ja, perfekt. Müssen wir nicht drüber reden. Eine Folge hat gar keinen Spaß. Also, was hat keinen Spaß gemacht? Ja, ich habe wahrscheinlich für mich persönlich zu wenig Chancen gegeben. Aber ich fand es halt einfach auch nicht gut. So. Also, das Spiel hat eigentlich wirklich eingeführt, also Tutorial war nicht gut, dann war halt, was den Multiplayer, also du konntest nur mit anderen zusammenspielen. Und wenn die halt ein bisschen mehr was vom Spiel verstanden haben und Ressourcen gefarmt haben, und du als Anfänger standest dann daneben und dachtest dir so, wo bekomme ich jetzt die Grundressourcen hin, her? Alle anderen haben die jetzt schon, weil die 2 Minuten länger auf dem Server waren, gefarmt und alles. Und dann weiß ich noch, war das in der Aufnahme oder beim Test, wo ich da nach 20 Minuten stand und gesagt habe, ey, ich kann mir immer noch kein Schwert machen. Das war eine Weil ich Aufnahme. nicht weiß, wo man irgendwas bekommt. Ja. Das war eine Aufnahme. War super. Ja. Also, ich muss sagen, wir haben dem Spiel eine Chance mehr gegeben, als das Spiel überhaupt verdient hätte. Ja. Und ich bereue War es ein bisschen. es besser als Hood? Nee. Gut, Also, Hood hätte ich hat auch ja so ein gesagt. bisschen bessere Spiele oder mehr spielerische Tiefe. Hätte ich auch gesagt. Gut. Gut. Gab es dieses Jahr eine Folge, eine einzige Folge? Tricky Towers. Ja. Ja, weiß ich nicht, Digga. Weiß Ach. ich nicht, Digga, So schlimm will oder? ich nicht sagen. Okidokili, aber nicht. Ja, komm. Entweder höchstes, weiß ich nicht, Digga, oder schlechtestes Okidokili. Also, ich Meine fand Meinung. Tricky Towers immer spaßig, aber. Also, ich weiß, das war ja auch das erste Projekt, was ich gebracht habe. Echt? Was du Und. hochgeladen hast, meinst du? Ich weiß, Echt? erste Folge war Tricky Tower von mir, wo ich da auch richtig krass bearbeitet habe und dann kam Hunt Showdown. Und dann irgendwann Rainbow. Aber ja, mach mal bei weiß ich nicht, Digga, und ganz vorne dabei hin. Okay. Würde ich mitgehen. Ja, sieht ja jetzt nicht so gut aus, ne? Kommt, wird aber noch besser, wird noch besser. Ich will aber weiter reinscheißen. Command and Conquer. Ja, 10 Aufrufe oder 11 Aufrufe. Das ist das erste Projekt, wo ich verstehe oder die Anzahl der Aufrufe nachempfinden kann oder nachvollziehen Ja, kann. okay. Ich Aber hab mich inspirieren lassen von jemandem, den ich gerne gucke. Der hat in letzter Zeit halt auch sehr viel Tiberium rausgespielt. Habe gedacht, hey, Spiel meiner Kindheit. Rein. Hat leider nicht geklappt. Eine Folge gab es, ging ungefähr 1,5 Stunden. Ich würde gerne das Projekt weitermachen, aber es macht gar keinen Sinn. Dann habe ich da eine 2-Stunden-Folge und die wird 10-mal angeguckt und dann macht es ja keinen, also, ne, wo es dann, das rentiert sich nicht. Deshalb weiß ich nicht, Digga, wahrscheinlich ganz hin. Tut mir richtig weh, aber dann ist es halt so. Wobei, dann. könnte auch da rein eigentlich, könnte eigentlich auch da rein. Ah, nee, komm. Weiß ich nicht, Digga. So schlecht war das jetzt auch nicht. Na doch schon. Dann halte ich mir weiter den Finger in die Wunde und wir sagen mal hier: Commander Conquer Generals. Auch gleich dahinter. Nein. Okay. Nein. Das war ja gut. Das war ja Okay. gut. Das einzige Problem, was daran war, das kam unregelmäßig. Ich habe ja angefangen, das kontinuierlich zu bringen. Und dann habe ich Pausen gelassen und dann ging es unter. Und das war das Problem daran. Hätte ich es nicht schleifen lassen, wer weiß, wäre es besser angekommen. Habe ich aber. Dann habe ich halt teilweise eine Folge gebracht, die 2 Monate erst später kam, also in der Folge davor. Und natürlich ist es ein bisschen lost. Das Problem ist, es macht keinen Sinn, denke ich, weiterzumachen. Ich müsste nochmal von vorne anfangen, ob ich die Kraft habe. Zumindest Stand jetzt. Nein, habe ich nicht.
Vielleicht noch mal irgendwann mal. Also ich habe vor, eventuell irgendwann mal zu streamen. Weiß ich noch nicht. Da gab es ja immer Probleme mit Streamlabs und Stream. Deshalb, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, okidokili. Hat mir Spaß gemacht. Hat mich zwar aufgeregt, weil ich ja ein Match komplett neu machen musste. Das war alles auf YouTube. 4 Stunden eures Lebens weg. Ja, okidokili, ganz hinten. Ich denke, das ist okay. So. Ja. Ja, kommen wir zu 1, 2, 3, 5 haben wir noch. 15 haben wir eingesortiert. Pokémon. Ich würde jetzt, würd jetzt das Schwächste davon nehmen. Pokémon. Eher mit Abstand das Schwächste. Ich habe überlegt, ob ich da, ob wir dafür sogar eine neue Kategorie machen müssen, die unter absoluter Bullshit ist. Findest ich würde sagen, mach die so weiteres. Ja, natürlich, bei mir fließt jetzt bei der Bewertung, ist ja subjektiv, viel Nostalgie rein. Weil ich habe nach Pokémon Schwarz 2 zum ersten Mal wieder das Spiel Pokémon-Spiel wieder gespielt, also von den neueren. Und ich war erschrocken, wie schlecht das eigentlich ist. Das Spiel, also, das Spiel ist scheiße. Ja. Aber abgesehen vom Spiel, wenn wir sagen, das Spiel ist scheiße, so, nein. Ja, wenn wir, aber wenn wir sagen, das Spiel ist scheiße, ich fand unsere Idee gut. Also es war viel zu einfach, wir haben es nicht zu Ende gebracht. Würde wahrscheinlich also, auch nie zu Ende kommen. Aber ich fand es an sich, war es ja gut. Also die Idee war gut, die Umsetzung, die wir hatten, ja, war vielleicht jetzt, hätten wir besser regeln müssen. Ich würd nicht sagen, dass es absoluter Bullshit ist, weil es wurde ja auch regelmäßig auch geklickt. Ja, gut. Also ich sag mal so, das Projekt kommt jetzt nicht mehr. Das liegt tatsächlich an mir. Also kein Bock mehr. Also erstmal sind die Aufrufzahlen runtergegangen. Obwohl der Kanal ja gerade so seinen Hoch hatte durch die ganzen WWE-Videos. Trotzdem war das einzige Projekt, was Aufrufe verloren hat. Ja. Und das ist ziemlich aufwendig, weil ich habe kein Aufnahmeprogramm wie Thomas. Das heißt, ich muss, wenn ich bei der Switch spiele, alle 30 Sekunden auf Aufnahme gehen und habe dementsprechend viele Schnipsel, sage ich mal so, Videoschnipsel. Und es ist halt für mich ziemlich aufwendig. Ich habe das auch geschnitten. Und dann kommt noch dazu, also hoher Aufwand, wenig Klicks und das Spiel hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also ich habe mich verarscht gefühlt, du kommst zum 8. Orden, der eigentlich immer so schwierig war. Dann hat er wie viel? 3 Pokémons oder so? 4, Level an ja, 4. Levelanstieg war nicht wirklich vorhanden zum 7. Orden. Nee. Also wirklich, ich musste in diesem Spiel, glaube ich, nur einmal grinden. Nur einmal wirklich auf Level gehen, ansonsten konnte ich das immer durchgehen, habe beim ersten Versuch den Arena-Orden geschafft. Und ich hatte ja meistens keinen Plan, was ich mache. Also die ersten 3, 4 Orden, ich wusste nicht mal, was Giga-Entwicklungen sind. Oder natürlich wusste ich es, aber ich wusste nicht, wann ich jetzt meinen so entwickeln sollte, wie ich dagegen am besten vorgehen sollte. Weil meine Strategie hat halt. Ich musste meine Strategie ja meistens nicht mal benutzen mit Toxin, was ja ehrenlos ist. Also ich habe einfach nur gespielt und kam durch. Also. No. Ja, aber die Frage ist, die ich mir stelle. Wo so soll es hier rein? Also ich würde dann sagen, wenn du darauf einigen willst, weiß ich nicht, Digga, denn ganz rechts. Weil für mich, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Und ja. Das ist eine harte Aussage. Gut, Pokémon, ja, tut mir leid. Tut weh, das tut weh. Gut, wir haben jetzt noch 4 Sachen. Die Frage ist, ich finde, die 4 sind schwer. Ich sag mal, 2 davon sind, finde ich, eher am schwersten, aber wahrscheinlich ist es doch einfacher, als ich denke. PVZ? Also, schwierig. Können wir uns darauf einigen, dass die letzten 4 Pro, obwohl die, na egal, wir gehen erstmal so durch, ich würde sagen, gut. Hat Spaß gemacht. Oder der macht bei Okidokili rein, weil das ist ein bisschen das. Auch, aber dann habe ich, ich glaube, da ist, werden wir gleich viel Diskussion haben. Okay. Ich würde sagen, lass mal lieber Garden Warfare einfach bei Okidokili reinmachen, weil es ist so ein bisschen wie Command & Conquer Generals. Hat Spaß gemacht, spielen wir auch gerne, aber die Videos kamen viel zu unregelmäßig und wenn sie gebracht wurden, hatten sie halt gute Aufrufzahlen, also es gab keinen Grund, warum man dieses Projekt jetzt nicht bringen sollte. Richtig. Das war dann eher so unser Problem. Ist richtig. Aber Bodywork.
Nee, 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 nee. Okay, The Forest. Weiß ich nicht, Digga, würde ich sagen. So Hat mir schlecht. Spaß. Ja, also ganz vorne ist ja beinahe Okidokili. Beinahe. Ich habe überlegt, ja, also ich habe noch richtig viel Videomaterial dazu, ob ich das weiterführen sollte oder nicht. Aber ich bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Aber wenn, ich weiß nicht, ich würde Forest nicht unbedingt so viel schlechter als Generals machen, tatsächlich. Okay, dann kannst du auch gerne davor machen. Ich würde es so machen. Also, das Problem ist, warum ich so Forest nicht weitermache, weil wir jetzt andere Projekte haben, die geschaut werden. Und ich will da jetzt nicht wirklich, oder ich habe auch nicht Zeit dafür, jetzt nochmal so Forest zu bringen, Ja. weil das halt extremst hohe Schneid. Schnittaufwendig ist oder viel Zeit braucht. Das merkst du ja mit Minecraft. Das kommt ja so in denselben, in dieselbe Spalte Ja. von Aufwendigkeit. Und ja. Entschuldigung. Okay, ja, The Forest. Man of Medan ist gut. Ja, also generell die Reihe, würde ich sagen, die wollen wir auch fortführen. Ja, besser oder schlechter als Be Castled? Weiß, kann man noch Boah, nicht sagen, denke ich. Ich glaube, das kann man mach noch nicht erstmal sagen. schlechter und Ja. wir schauen nach den nächsten zwei Teilen, ob wir es dann Ja. ändern würden. Aber das kommt ja erst nächstes Jahr, also. Genau, also Anfang Januar wird das Projekt beendet sein. Es ist, ich könnte schon mal sagen, es ist schon abgedreht, also es ist durch. Es werden 8 Folgen sein. Und es lohnt sich anzugucken, weil ich Jan mobben werde. Für eine gewisse Sache, die er verschuldet hat. Wie ich warte. Also Du, warte, darüber wollen wir noch lang genug ich reden und möchte nicht diskutieren. spoilern, was passiert ist, aber Jan hat verkackt und ich ziehe ihn damit auf. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall Folge 6, 7 Weißt und du, 8 zu gucken. Eigentlich lohnt ich es sehe sich, das das komplette ein. Projekt zu gucken. Es dauert nur lange, weil die Folgen zwischen 20 und 30 Minuten gehen. Ich weiß, tut mir leid, geht nicht anders, ist es Story, ey. Müsst ihr mit klarkommen. Aber das Spiel geht insgesamt nur 4 Stunden, die ihr gespielt habt. Ihr könnt wirklich dieses Projekt gucken. Es ist nice, es macht Spaß. Man of Medan ist zwar jetzt nicht das beste Spiel von der Dark Pictures Anthologie, aber vor allem, ich finde, ab dem mittleren Teil bis zum Ende haben wir das schon sehr schön gemacht für euch. Guckt es euch an und hatet Jan in den Kommentaren. So. Von meiner Protest. Ich wollte, dass einer von denen überlebt und musste so viele Quicktime-Events machen. Ja, so viele und er ist gestorben. Ja, und Das Thomas einfach. geht mir voll auf den Sack, Du hast Alter. einfach versagt. Du Ja, und hast dann haben versagt. wir Quicktime-Events und Thomas verkackt schon beim zweiten und labert mir vorhin, du bist voll scheiße und du hast ihn umgebracht, Junge. Er ist jemand bei Der mir war schon gestorben, tot, oder? bevor ich ihn Nein. gespielt habe, ja. Nein. Ja, klar. Du hast dafür gesorgt, Der dass er Stachel stirbt. sitzt tief. Der Stachel, lass uns weitermachen. So, haben wir nur noch eins. Und ich würde sagen, eigentlich. Ja, Nee, Spitzenklasse. mach Spitzenklasse, also nicht so gut. Nee. Obwohl, weiß ich nicht. Nein. Aber gehört schon in die Kategorie. Wollen wir die Videos Also. vergleichen? Nee, wollen wir nicht machen. Aber Okay. Dead by Daylight ist mit, also schon das mit am, also mit WWE das mit am meisten geklickteste, kann man sagen. Ist halt so. Ist halt so. Ja. Also, es macht ja auch extrem Spaß, es zu spielen. Wir spielen es leider zu selten, weil wir. Ich finde halt, das Spiel muss man halt spielen, wenn man zu viert ist. Ja. Weil wieder ein Random ist, ist es halt Kacke. Ja. Wenn er das Spiel nicht begreift, ist es scheiße. Wenn du nicht mit ihm reden kannst, ist es scheiße. Und zu viert, selbst wenn man da schlecht ist oder schlecht spielt, kann man ja noch Spaß dran haben. Ist richtig. Solange man halt miteinander reden kann. Das stimmt, Das ja. merkt ihr ja auch gerade bei den aktuellen Projekten oder bei dem letzten Video, It's Always Sunny in Ormond. Und da wird es halt noch ein Video kommen, wo wir gar nicht so gut spielen, aber einfach. Ist unterhaltsam. Also wir sind, also ich würde sagen, wir sind ja nicht immer dieselbe Konstellation, wir wechseln ja manchmal, also in letzter Zeit waren wir dieselbe Konstellation, aber das kann sich ja immer mal wieder ändern. Da rotieren Leute rein, rotieren Leute raus. Und es kommt gar nicht mal so auf den Skill an, den wir haben, weil man sieht ja nur Jans Perspektive und Jan hat Skill. Ich zum Beispiel nie so. Ja, manchmal zittere ich Es krass. kommt auch teilweise auf die Situation an, die uns der Killer gibt und wie wir halt einfach reagieren mit der Sprache und so. Und ob wir halt zwischendurch einfach einen Döner fressen und einfach andere Leute massiv abfacken, weil die einfach Bock drauf haben. Da bin ich ein bestes Beispiel dafür. Ja, mehrmals. Hallo, sei nicht so. Ich weiß nicht, ob die Folge noch kommt, wo ich euch. Egal. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Jahresrückblick 2022. Wir können ja noch mal kurz gucken, was dieses Jahr noch so passiert ist. 145 Abonnenten. Ich weiß auch nicht wie. Also, wir sind in diesem Jahr, glaube ich, ungefähr. Dieses Jahr 145 Abonnenten. Stand jetzt, 15.12. Ich weiß nicht, haben wir dieses Jahr knapp 100 Abonnenten plus gemacht? Ja, ne?
Ich denke schon. Also ich weiß noch, letztes Jahr waren wir total stolz, dass wir 30 hatten. Und Das also, stimmt. falls ihr immer noch zuschaut, schreibt mir in die Kommentare, das würde mich halt interessieren, welche Projekte ihr feiert. Dann hätten wir auch so ein bisschen Feedback bekommen, was man so schauen sollte. Oder was wir bringen können. Ja. Besser Was gesagt, und war ja. euer Highlight? Also für mich, ups, ups. Da. Hi, Emily. Mein Highlight dieses Jahr. Ja gut, WWE, klar. Weil es mein, ist mein, ist mein Kind, ja, ist ganz klar. Deshalb ist für mich mein absolutes Lieb. Also vom Produzieren her würde ich nicht unbedingt sagen, weil das, was mir am meisten Spaß macht, also auf jeden Fall das, wo ich die meiste Zeit investiert habe, das ist ganz klar. Aber wenn ich sagen müsste, was mir am meisten Spaß gemacht hat, dann würde ich tatsächlich ja auch WWE hochnehmen, aber mit, ja, weiß ich nicht, Deep Rock fand ich halt immer schön. Minecraft fand ich schön, Deep Rock fand ich schön, BVZ fand ich schön und WWE fand ich schön. Also ich sag mal so, diese vier Games haben mir mit am meisten Spaß gemacht bei der auch. Okay, Man of Medan vielleicht auch noch. Ja, das waren die Spiele, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ja. Bei mir würde ich sagen, Dead by Daylight, Ja. Minecraft, Garden Ja. Warfare 2. Und ja, ich muss sagen, Man of Medan hat mich halt positiv überrascht. Deshalb wollen wir die Reihe weiter fortführen. Und dabei ist es das schlechteste Spiel von den vier. Also, Finn, ja, okay, werden was wir mal sagt man schauen. so, sagt man so, sagt man so, sagt man so. Was sagt man so, sagt man so, sagt man so, sagt man so. Ob das dann auch so ist, sehen wir dann. Sagt man halt so. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dieses Video geguckt habt. Vielen Dank, solltet ihr uns folgen. Ne? Sehr lieb. Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren gerne, was euer Lieblingsprojekt war oder Projekte, auf die ihr euch eventuell freuen würdet, die da kommen. Ja, mal gucken. Im März gibt es einen Kanal-Trailer für das Jahr 23. Machen wir Sprich. schon wieder ein. Wieder leere Machen wir. Versprechungen. Stimmt doch gar nicht. Doch, so drei Projekte kamen nicht dieses Jahr. Ja, Egal. das meine ich ja. Egal. Die vier Projekte kamen nicht dieses Jahr. Egal. Alles andere kam. Von daher passt das. Ja, wir teasern und bringen nichts. Ja, obwohl. Ja. Stimmt nicht ganz, Nicht ja. alles. Teilweise. Gut, meine lieben Freunde, in diesem Sinne bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal. Habt noch ein schönes Restjahr 2022 und möge das nächste Jahr besser werden als das jetzige. Ne? Ja. Jo. Dann ciao, würde ich sagen.